Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal um was, was mich persönlich einfach nur verwundert. Und zwar der Fakt, dass mittlerweile Xbox 360 und PS3 als fucking Retro-Konsolen gelten. Das ist halt einfach ein Mindblow auf einem neuen Level. Die Dinger sind mittlerweile bald 15 Jahre alt. Das ist halt krank. Die haben immer noch Online-Server. Die PS3 und Xbox 360 haben seit bald 15 Jahren Online-Server, die aktiv laufen. Den ganzen Tag lang. So, das ist krank. So, jemand hätte das zu Release kaufen können. Der hätte einfach mit über 10 Jahre lang eine fucking funktionierende Konsole gehabt. So, das ist halt Mindblow auf einem neuen Level. Sind immer noch nach über 10 Jahren spielen immer noch aktiv Leute auf diesen Konsolen. So, wir haben bald eine PS5 und eine Xbox Series X. Aber trotzdem spielen noch immer Leute auf der PS3 und Xbox 360. So, das ist halt krank. Einfach nur krank. Vor allem, dass Sony und Microsoft das noch laufen lassen. So, Nintendo hat vor über einem Jahr schon den Wii Shop offline genommen, so das, so, aber die lassen einfach noch laufen. Das ist halt krank, einfach noch krank. Das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht mehr profitabel stark. Also, naja, es ist halt einfach nur ein Thema, wo ich gerade richtig von ver so. Ich bin einfach amused dabei, dass es halt so alte Konsolen sind, aber trotzdem immer noch aktiv darum spielen, die Server online sind. Es ist halt einfach krank. Das sind einfach fucking Retro-Konsolen. Retro. Damit verbinden wir heutzutage ein SNES, ein 64, N64 oder so. Aber die zählen mittlerweile auch als Retro-Konsolen. Die Xbox 360 und PS3 sind einfach Retro-Konsolen. Was so krank krass in meinem Kopf ist. Naja. Das Video ist lang genug. Also dann, haut rein, ne? Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbehrt die Glocke und... Und das ist ja!